herzlich willkommen zum nächsten Farmvlog. Moin. Nächsten. Egal. Man sieht, das Gras ist ab. Ja, noch nicht ganz. Aber ich bin am Mähen. Ersten Schnitt. Ja. Ich habe mich von meinem Naturtrieb treiben lassen. Ich glaube, das war noch ein bisschen zu früh. Aber wenn Papa zu mir sagt, fahr los mähen, dann gucke ich nicht auf den Wetterbericht oder so, dann ja, fahr ja mal los. Frage ich nur noch, wo soll ich anfangen? Fehler, das ist auch ein ganz großer Fehler bei mir. Muss ich mir irgendwie noch mal ein bisschen abgucken. Naja, das ist ja nichts. Jetzt haben wir angefangen, jetzt kommt der ganze Scheiß ab. Und dann geht das los, morgen wahrscheinlich mit Fahren, wenn das alles gut läuft. Eben kam auch ein bisschen schöne Sonne raus. Morgen war ja ein bisschen mehr bedeckt. Naja, mal sehen. Gibt auf jeden Fall nichts Geileres als frisch gemähtes Gras von Gerücken. Naja, für diejenigen, die neu sind, hinten habe ich jetzt ein Mähwerk dran. Kann man das da sehen? Also da und da so kann man das sehen. Das ist ein Vicon extra. Das muss man jetzt nachgucken. Den kann ich nicht sehen. 440, glaube ich, H. So. Und vorne habe ich ein Vicon extra 432X. F, wenn ich das richtig weiß. Und dann ja auch mein Deutsch dazu. Die Nikon-Mähwerke gefallen mir eigentlich ganz gut, weil die drei Klingen für Mähscheibe haben. Lässt sich sehr schön mähen, auch bei hohen Geschwindigkeiten. So, nochmal kurz Mitarbeiterkontrolle gemacht. Kelvin wendet jetzt das erste Mal den. Habe ich noch mal ein bisschen was gezeigt und erklärt. Und sieht auch gleich besser aus. Ja, so ist das. Das Wenden machen wir mit unserem Vicon Farnex 904. Und jetzt mit dem N121 Valtra. Das Wenden soll bewirken, dass das Gras besser trocknet. Einmal anknicken. Wird ja breit verteilt. Joa, naja, dann ja mit dem Schwader zusammengerecht. Mal sehen, ob ich das dann auch noch mal filmen kann, ob ich dann noch zukomme oder nicht. Das weiß ich jetzt nicht. Ja, ja, Mähen fertig. Also Mähwerk ist ab. Ich wollte jetzt noch einmal eben ein bisschen planieren. Und zwar hier vorm Reifenhaufen so ein bisschen. Das ist hier alles so uneben. Dann können wir hier mit dem Hexewagen über den Sand fahren, der klebt ja nicht an den Reifen, ist ja nicht nass. Und dann kommen wir Wasser auf den Haufen auf. Und so damit. Ja. Vielleicht hintere Siloplatte auch nochmal da den Schotterstreifen so ein bisschen. Mal gucken, dass wir hier gut fahren können. Naja. Das sieht ja auch gut aus, die Kühe hier auf der Weide. Hier wollen wir jetzt Silo fahren. Und hier bin ich jetzt am Glattziehen. Das wird jetzt ein bisschen schwierig mit einer Hand, aber ich gebe mein Bestes. So, ein bisschen hoch noch wieder. Ein bisschen Fingerspitzengefühl. Nicht zu tief reinhalten. Das ist jetzt zu tief. Jetzt besser aus. So, schon fast so hoch, aber das geht. Ich hatte ja ein volles Schild. Alles, dass wir hier vernünftig arbeiten können. Schöner Trecker. Endlich mal was Vernünftiges fahren. Also immer die beiden Autos vorbeilassen und dann gucken wir mal an die Haube. Ich fahre hier, kann man das sehen? 828. Schön Fendt.
Vorne ein Rack Magma, ist das, glaube ich. Und hinten eine Saphir Silowalze dran. Mal eben abholen für den Lona, dass der dann schon mal auf dem Hof steht. Weil derjenige, der den Trecker hier gleich fahren soll, auf dem Haufen, der sitzt jetzt noch auf dem Hexewagen beim Vorkunden. Quasi. Bloß den Hexewagen, der soll ja bei mir am Deutz ran. Und dann können wir so in eins weitermachen. Dann ist das Geschütz nämlich schon mal da, dann kann der so loslegen. Ladewagen ist vielleicht auch schon ein Ticken eher da, dann kann ich vielleicht noch mal ein bisschen hiermit festfahren. Ha! Also, Bock hätte ich ja. Zumindest einmal ausprobieren. Naja, werden wir sehen. Ich weiß jetzt nicht, was da so piept. Keine Ahnung. Oben auf dem Bildschirm zeigt er nichts an. Aber hier wollte ich euch den jetzt noch mal eben zeigen. Schöner Trecker. Macht Spaß, fahre ich gerne. Und dicke Saphirwalze mit Kantenverdichter, Rahmen verschiebbar. Jo. Schicke Sache. Mach ich leiden. Hier hinten piept er. Keine Ahnung. Wenn man dann halt vergisst, eine Gruppe zu füttern, dann wird halt zornig gefüttert. Ordentlich mit Frontgewicht. Vorne zu schwer, wa? Ja. Da hinten jetzt zu sehen, Markus Schwader. Ja, leicht verschwommen. Und hier auf dem grünen Roggen geht's jetzt los, erste Wagen. Eben hier die eine Fläche, die wollte ich eigentlich erst nur mähen. Nach dem Motto, ich mache den Roggen ein bisschen kürzer, lässt sich besser einflügen. Einmal halbieren die Pflanzen und ist schöner. Und dann war das irgendwie so viel Ertrag. Gut, haben wir durch den Hexer, können die Kühe fressen. Ja. Nebenbei ist Werner dann noch mit unserem Fendt am Schwaden. Der darf jetzt auch wieder was machen. Nicht nur vor daran schieben. Ja, der ist am Schwaden. Der macht Umzug quasi alles. Alles schön aus der Ecken rausholen, die ganze Fummelarbeit, damit der Schwader das nicht machen braucht. Damit der seine Ruhe hat und Fläche schaffen kann. Ja. Und ich bin auch wieder mit Bergmann unterwegs. Ich habe jetzt leider beim Hexen nicht mehr viel gefilmt. Wir sind jetzt auf der letzten und oder vorletzten Fläche so ziemlich. Ist nicht mehr viel nach. Ja. Dafür gibt es, denke ich mal, in diesem Video ganz viel Drohnenaufnahmen. ja, hat sich so ergeben. War auch ziemlich stressig zwischendurch mit Telefonieren und dies und das. Man muss ja doch ganz schön viel organisieren. Naja, aber es läuft sich zurecht, denke ich mal. Der kleine Waltra macht sich auch ganz gut. Lena ist zwar am Fluchen, aber sie ist glücklich. Boah, das ist ja aber auch auf der Seite schlimm mit den ganzen Sachen.
We'll be right back.
Ja, Haufen ist dicht. Haben wir gestern Abend bis um 12 waren wir zugange quasi. Um 12 bin ich über Plane weg, bin wieder da gewesen. War komplett düster, brauchte ich auch nicht viel, viel Film, hat man sowieso nichts gesehen. Ich kann den Haufen auf jeden Fall anschließend nochmal zeigen. Ja, auf jeden Fall schon mal vielen Dank für die ganzen fleißigen Helfer, die Gepäck gefilmt haben. Lukas war da, Fietje war da, also Coxan Agrar, Agrar Fietje und Jona Agrar waren da. Wenn ich das nicht vergesse, ich gebe mein Bestes, werde ich die alle drei unten in der Videobeschreibung dafür verlinken. Ja, ihr wisst, wie das geht. Naja, ich bin jetzt dabei, mit Mario den Häckselwagen wegzubringen. Und dann wollen wir ein Güllefass abholen. Zwei Güllefässer. Ja, so ist der Plan. Mehr dazu aber im nächsten Video. Für euch dann schon mal jetzt vielen Dank fürs Zuschauen. Schaut gerne beim nächsten Mal wieder rein. Guckt bei Instagram vorbei. Link ist ebenfalls unten in der Beschreibung. Und dann bis zum nächsten Video. Ciao, ciao.